Herzlich willkommen zur 7. Folge Open TD mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. Wenn ich jetzt noch wüsste, was ich jetzt echt machen soll, die ganze Zeit hier, um auszubauen, so ungefähr. Ich weiß nicht, wo ich nicht mein Geld stecken soll. Wie viel Kohle hast du auf dem Konto? Wenn ich das in deine Währung umrechne, 560.000. Wieso stellst du das nicht mal um? Weil ich es nicht umstellen kann, weil das Spiel nur ein mit derselben Währung, glaube ich, zulässt, wenn ich es richtig verstanden habe. Zumindest hat es beim letzten Mal ist mir nicht das erlaubt. Was hast du für eine Währung? Ich habe britische Pfund. So, Und jetzt bei habe ich. mir ist Euro ausgegraut. So, mach jetzt mal Euro. Kann ich immer noch nicht. Dann würde ich sagen, ja, bei mir ist Euro auch ausgegraut. Dann machen wir mal Deutsche Mark. Gehen wir auf Deutsche Mark. Okay. Hast du? Ach du Scheiße, das sieht ja deutlich mehr aus. Oh, das ist. Sicher. 1,2 Millionen, easy. Toll, jetzt habe ich aber 1,3 Millionen Deutsche Mark Kredit. Toll. Toll, Felix. Ey, kann ich abbezahlen auf einmal? Und 2 Millionen Kapazität sogar. Toll, Felix. Immerhin kannst du jetzt 40.000 auf einmal aufnehmen. Toll. Ich würde sagen, meine Währung war eigentlich besser. Das britische Pfund. Du kannst. Das ist weniger als jetzt. Dann musst du mal auf. Ich weiß gar nicht, was hatte so eine extreme Inflation? Ich glaube Yen. Wenn du jetzt auf Yen umstellen würdest, ich glaube, da bist du irgendwo bei. Keine Ahnung. 1 Million oder so? Ich ja jetzt schon. Bin Also jetzt schon nein. bei 1,3. Ich meine damit, dass du 1 Million Abheben kannst. in einer Millionerschritten Kredit aufnehmen kannst oder sowas. Ach so. Einmal bitte überprüfen. Bahnhof hier, wie sieht's aus? 154 Warenkisten. Okay, passt. Gut, aber dann hält die D-Mark jetzt halt bei uns wieder Einzug. So, du Zug. Okay. Der Gewinn bei den Fahrzeugen aber auch dezent viel krasser aus. Okay, was ist dein bestes Fahrzeug mit dem meisten Gewinn? Gewinn in diesem Jahr sortiert nach dieses Jahr 360.000. Okay. Okay. Toll, jetzt bin ich bei 1,7 Millionen, weiß immer noch nicht, wofür ich es ausgeben soll. Wenn das so weitergeht, komme ich bald echt an diesen Punkt, wo ich mein Geld nicht mehr ausgeben kann. Okay. Oh, Firmen wird 6 Millionen D-Mark, nett. Oh, du hast bald die Million geknackt, weil wir auf D-Mark umgestellt haben. Immerhin etwas, ne?
jetzt halt bloß echt die große Frage. Was will ich irgendwas jetzt übertriebenst groß einfach aufbauen? Oh, da kann ich dir nicht, da kann ich dir nicht helfen. Leider Gottes. Ich würde dir gerne helfen. Und ich meine, du kannst auch mir das Geld überweisen. War klar, dass das jetzt kommt. Nicht? Keine gute Idee. Das Problem ist eher, dass ich gerade überlege, halt so einen relativ großen Grundkurs zu machen, so wie du es ungefähr hast. Das Problem ist bloß, dass ich an keiner Stelle irgendwo länger als 5 Meter eine Gerade gefühlt hinbekomme, bevor ich auf eine Produktion oder so stoße. Weil wir einfach trotz des Runterstellens einfach immer noch so eine riesen Dinger hier überall stehen haben. Und die Städte werden jetzt auch nicht kleiner von Zeit zu Zeit so ungefähr. Unwahrscheinlich, ne, das ist richtig. Zu Roswaldhöhe und lade dich da voll. Okay, das haben wir. Kein Geld mehr. Schade. Ach so, weil du... Ah, alles klar. Okay, das war doof.
da vorne vorbei. Ich komme da vorne vorbei. Ich könnte noch. Ja, das könnte ich machen, aber ich glaube, dann. Oh, dann wird eine zweigleisige Strecke schon langsam. Könnte eine zweigleisige Strecke schon langsam schwierig werden. Unterfort an der Donau. Hast du es hingebaut? Gute Frage, wo ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn da passiert? Ja, da ist der erste Zug gerade angekommen. Solche Nachrichten bekommst du nur selber. Also wird es dann wohl eher dein Teil gewesen sein. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich gegen streiten fast. Ich habe keine Ahnung, was ich dann zugeschickt habe. Beziehungsweise, wenn ich das war, wüsste ich halt nicht, wo das ist, aber das ist bei mir auch jetzt nicht so leicht zu entdecken, weil ich überhaupt auf der Karte. Was habe ich gesagt? Unterfort an der Donau oder sowas, ne? Ja, irgendwas mit an der Donau. Okay, wo war es das? Da ist aber gar kein Zug angekommen. Notiz an mich selbst, Felix, du musst schneller bauen, wenn du dein Geld verbrauchen willst. Ich sage dir, das Geld wirst du verbrauchen. Werde ich auch. Spätestens wenn Spätestens, wenn dann. ich die Fahrzeuge kaufe. Ja, spätestens wenn die Züge kommen, die halt dann ein klein bisschen mehr Geld kosten. Oder wenn du einfach mal alle Züge auf einen Schlag upgraden musst, dann bist du auch mal schnell so 100 Millionen los. Definitiv noch ein Signal. So, und du kannst jetzt laden. 270 Tonnen Kohle kannst du laden. Oh, ich glaube, den habe ich ein bisschen zu lang gemacht. Das ist bei mir bei jedem Zug gefühlt das Problem, dass ich die definitiv zu lang gebaut habe. Oh ja, das ist smart. Das Bergwerk macht 108.
Gleise können nicht verlegt werden. Bahnhof muss erst abgerissen werden. Alles klar. Könnte ich mal bitte ganz kurz den Wald hier wegreißen, damit ich sehen kann, was ich hier baue? Und woher kenne ich dieses Problem? Fahre bitte von da nach da und lade dich bitte dort voll und entlade dort alles. Oh, letzten Monat war ich ja mal wieder im beziehungsweise vorletztes Quartal war ich mal wieder im Minus. Das war toll, oder nicht? So, Firmenwertdiagramm. Ah, Felix braucht Schienen, das sieht man im Firmenwertdiagramm. Ich weiß nicht, was du meinst. Dieses Piepen, ne? Diese Meldungen. Ja. Die gehen mir gehörig auf den Sack. Das Signal da noch ein verschieben kann ich. Oh, das könnte jetzt zu einem Zugunfall führen. Bleibt da stehen, bleibt da stehen, bleibt da stehen. Danke. Okay, ich merke, ich müsste. Du müsstest. Meine Signalabstände definitiv verringern. Definitiv verringern. Also für die Anzahl der Züge, die jetzt mittlerweile hier auf den. Schienen fahren.
Bist du da? Ist da eigentlich schon mal angekommen? Ah, okay. Ja, jetzt ist gerade angekommen. Das heißt, dann bist du das hier, du dann da wegfährst. Der Zug Nummer 24 mit der Frachtübersicht. Und warum wartest du jetzt hier schon wieder auf freie Wege? Alles klar. Daran merkt man halt, wenn man die Sachen relativ einfach baut. Oh, nächstes Jahr schon wieder. Habe ich da wenig Geld gemacht. Ach du Jemine. Was hast du denn gemacht? 1,6 Millionen D-Mark. Okay. Ja. Was hast du gemacht? 300, nein, nicht 300, nicht 3 Millionen so rum. Okay, also machst du knapp doppelt so viel, aber das sieht man auf dem Betriebsgewinndiagramm. Na gut, doch. Aber ich habe jetzt wieder das Problem, dass bei mir es wieder relativ schwankend ist. So, und du machst ja hier, du machst auch 108, ne? Ja, du machst 108, okay. So, Zug, dann zeig mal an, was du an Geld machen kannst hier. Ich erwarte mindestens 60.000, obwohl ich eigentlich nur 8.000 bräuchte. Okay. Ziele bei weitem nicht erfüllt. Da war ich wohl ein wenig. Überhaupt optimistisch. Ja. Hier ist ja auch noch eins, ein 126er. Oh, wo soll ich denn das noch anschließen? Da ist ja auch noch eins. Liste verwalten, Fahrzeuge ersetzen. Ich möchte alle Kirbys zu Ginsus. Ich mache das die Fahrzeugersetzung jetzt zumindest mal an. Vielleicht passiert ja doch dann irgendwann mal irgendwas. Hätte Vorteile, ne? Zug 12 findet keinen Weg. Natürlich, du stehst da halt. Du hast da halt, ey, du hast da mal ganz kurz gestanden, weil zwei Züge vor dir dran waren. Nee, das liegt daran, dass der Felix das Euro nicht auswählen kann und deswegen haben wir uns jetzt auf eine gemeinsame Währung geändert, oder geeinigt auf D-Mark halt. Nutzung 41% meiner Züge sind gerade mal ausgelastet. Das ist einfach viel zu wenig. Du bist geprüft. Ja, und ich muss hier ganz, ganz dringend jetzt die Gleisabstände. Da sieht man natürlich wieder nichts. Ach so.
Wieso fährst du denn nicht? Wo willst du denn? Nach Kloppenburg Nord. Aber wieso überfährst du das Signal nicht? Warum ist das Signal rot? Ah, das tut schon weh. Das tut schon weh. Du bist eine 126er, das heißt, den da noch ran, den da noch ran. Zug stehst da im Stau. Wo war denn jetzt mein... Da. Schön, Zug 21 hat sich verirrt. Toll, und jetzt ist der Zug weggegangen. Wo ist der Zug jetzt hin? Was war es? 21. Zug 21 hat sich verirrt. Der hier, wo bist du denn? Unterwegs nach Rotwaldhöhe. Ach so, ja gut, okay. So, du fährst doch mal hinterher. Ich hätte es gleich von Anfang an so machen sollen. Diese Stelle hier gefällt mir nicht. Hier stehen aber viel zu viele Züge im Stau. Da muss ich nochmal umbauen. Wo kommt denn das? Wo kann ich denn das mit anschließen? Kriege ich da gar nicht hin. Ach Mann, ey, das ist doch zum Kotzen. Kriegen wir das da rein?
schickt das dahin nach Südfort. Das wäre eine Idee. Uff. Okay, vielleicht wäre das doch keine Idee, das ist ganz schön weit. Ah, jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel Geld du gemacht hast. Shit. Ja, aber anscheinend ausreichend. Bist auf jeden Fall im Plus. Drei Wochen später, Felix hat es mal hinbekommen, dass seine Züge wenigstens fahren. Welche Züge fahren? Die bei Düsselhafen an der Donau und bei Schönefurt am Main und bei Chemnitz an der Donau und bei Düsselhafen an der Donau. Oh, das war, glaube ich, zweimal. Okay, dann fahren wir einfach hier lang. Mal gucken, wo wir rauskommen. Ja, kommen wir, dann kommen wir doch hier drauf. Ich hoffe, die Stadt lässt mich hier noch bauen. Aber ich glaube, die ist nicht mehr ganz so gut auf mich zu sprechen. So ein, zwei Städte. Ja, macht man einfach ein paar Werbeslogans oder sowas dahin. Hier, wir sind die geilsten. Fahrt mit uns und schon geht das. Am schlimmsten ist es ja, wenn du dann Signale die Strecke lang ziehst und dann ziehst und ziehst und wartest, bis du mal irgendwann mal hinten da ankommst, wo du sie haben willst. Und dann merkst du, oh scheiße, das ist selber falsch rum und dann kannst du alles nochmal machen. Nee, das passiert mir nicht. Mir auch nicht. Niemals, ne? Nein, auf gar keinen Fall. So, habe ich jetzt hier ausreichend Signale? Hier sind noch gar keine Signale, okay. Okay, was hast du 1944 gemacht? Meine konstanten 3 Millionen. Deine konstanten 3 Millionen. Nett. Oder so. Ich bin jetzt zumindest schon mal relativ konstant auf 2 Millionen. Und jetzt bin ich relativ konstant. Der Ertrag von Zug 20, was ist Zug 20 gerade? Gewinn im letzten Jahr, Zug 20 und Zug 3. Na gut, Zug 3 ist klar und Zug 20 ist auch klar. Ist in Ordnung. Das dürft ihr. Ach so. Habe ich jetzt zufällig
zufällig hier noch eine Fabrik rumstehen, die eventuell Zug 17 findet keinen Weg. Okay, hier ist leichter Stau in der B-Note, würde ich mal sagen. Ich habe eher so das Problem, dass ich an einer Stelle den Abgabepunkt so nah an einer Kreuzung habe, dass da im Endeffekt ich gefühlt alle 3 Tage einen Stau habe. Ja, guck mal bei mir bei Brunshafen an der Spreewaldrand. Welcher Zug fährt da drauf auf der Strecke? Alle. Brunshafen an der Spree. Brunshafen an der Spreewaldrand. Du merkst mein Problem, ne? Nee. Sollte ich? Und jetzt machst du bestimmt wieder Bums. Oh ne, doch nicht. Um ehrlich zu sein, habe ich eine Lösung für dieses Problem selber, glaube ich, gefunden. Welches? Mein Problem oder was? Ich glaube ja. Ich fahre sowieso persönlich gesehen nur mit einem Zug zum Holzteil hin, weil im Endeffekt die sowieso so wenig Holz produzieren, dass auf einen Zug sowieso alles raufpasst, zumindest bei mir. Das heißt, im Endeffekt baue ich auch nur einen einzelnen Bahnhof dahin und baue einen Einzelgleis dahin und mache den einfach auf Doppelsignal, dass man da vor und zurückfahren kann. Dadurch hast du halt gefühlt und weniger komplizierte große Aufbauten. Richtig, und dann erhöhen sich die Waldränder auf einer Produktion von bis zu 380. Dann brauchst du drei Züge, dann stehst du da und darfst die ganze Scheiße umbauen. Glaube ich nicht, dass du da 3 Züge brauchst. Wenn ich mit einem Zug der 3 Anhänger hat, schon eigentlich ein Waldstück mit über 100 raushole. Ich warte jetzt mal die ganze Geschichte hier ab. So, aber jetzt habe ich mich immer noch nicht entschieden. Ich brauche eigentlich das Ding hier. Aber dafür habe ich keinen Platz mehr hier. Oh. Ich wundere mich gerade, warum ist in diesem Bahnhof einfach kein Holz drin, bis ich festgestellt habe, dass ich da noch gar keinen Zug draufgeworfen habe. Das ist jetzt grundsätzlich relativ blöd gelaufen hier. Was denn? Ich habe nicht genug Platz, um hier eine vernünftige Anlage zu bauen für Stahl. Egal, dann mache ich das halt anders. Und bei wie viel Geld steckst du gerade so auf dem Konto? Oder bist du immer noch mit dem Minus am Kämpfen? Ich bin jetzt bei 71.000 Bargeld. Okay. Und das in D-Marke. Und das in D-Mark, das ist richtig. Naja, aber wir machen in der nächsten Folge weiter. Jawohl, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.